So, einen wunderschönen guten Tag zu diesem spontanen Video. Tatsächlich ist nämlich gestern, als wir Shin Godzilla gestreamt haben, ein neuer Trailer aufgetaucht. Und zwar, ihr seht es jetzt schon wahrscheinlich hier und an dem da, dass es um Resident Evil Village geht. Ich bin nämlich ein riesen Resident Evil Fan und ich kann es mir leider nicht nehmen lassen, auf diesem Channel ab und an mal auch was Richtung Resident Evil zu bringen. Und deswegen möchte ich einfach mal mit euch jetzt den neuen Trailer mir angucken. Der kam nämlich, wie gesagt, gestern raus, ist also noch relativ frisch. Und ich, meine Geschichte zu Resident Evil ist relativ simpel. Ich bin ein Riesenfan. Für mich ist Resident Evil das, was für viele von euch da draußen in diesem Kaiju-Verse Godzilla und Co. ist. Also ich bin da komplett drin in dem Thema. Hab auch so gut wie alle Spiele, zum Teil sogar doppelt und dreifach, wenn sie eben in verschiedenen Varianten rausgekommen sind, auf verschiedenen Konsolen vielleicht nochmal. Da bin ich halt schon echt extrem. Hab hier zum Beispiel gerade mal diese Gold-Version von Resident Evil 7. Und ich muss sagen, ich fand den siebten Teil jetzt nicht so genial wie viele andere. Ich fand, der war in Ordnung. Ich finde einfach, das First Person hat dazu geführt, dass man sich ein bisschen mehr von der Hauptfigur entfernt hat, als es vielleicht eigentlich Sinn gemacht hätte. Aber ich bin auf jeden Fall offen für alles und ich habe wirklich Bock auf den achten Teil, zumal jetzt ja auch wohl veröffentlicht wurde, dass Teil 7, 8 und 9 eine neue Trilogie ergeben. Ist ja eigentlich schon immer so gewesen. Teil 1, 2 und 3 haben sich genau gleich angefühlt, war eben eine Trilogie. 4, 5 und 6 sollte eine Trilogie geben. Mehr oder weniger erfolgreich und gut umgesetzt. Und 7, 8 und 9 eben auch. Und deswegen bin ich echt mal gespannt, was sie jetzt wirklich mit Teil 8 noch vorhaben. Und ob wir vielleicht ein bisschen mehr von Ethan erfahren. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, man sieht mir vielleicht auch an, dass ich noch ein bisschen müde bin. Gestern wurde es echt spät und wir haben jetzt hier gerade auf der Uhr Punkt 6 Uhr. Schön. 6 Uhr morgens, wo ich das Video jetzt hier aufnehme, bin deswegen noch ein bisschen angeschlagen. Aber egal, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in den Trailer und gucken uns mal an, was uns Capcom da präsentiert. So, also dann würde ich sagen, wir legen gleich mal los mit dem Resident Evil Village Story Trailer 2. Cool. Ich hab von der Story weiß ich eigentlich noch gar nichts, außer dass man wohl mitbekommen hat, dass Chris Mia abgeknallt hat und dass es wohl irgendwie um das Baby von den beiden gehen soll. Das sind so die Leaks, die ich jetzt mitbekommen habe. Ansonsten gar nicht mehr allzu viel tatsächlich. Ich habe versucht, mich da auch nicht wirklich spoilern zu lassen. Ich hoffe mal, dass der Trailer hier jetzt auch nicht allzu viel spoilern wird, weil auch bald dann die Demo rauskommt. Die werde ich dann natürlich auch live anzocken, wahrscheinlich aber eher auf Twitch dann. Auf jeden Fall. Der ist ja auch wurscht. Wir fangen einfach mal an mit dem Trailer, der sogar fast 3 Minuten lang geht. Los geht's. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Umbrella. When you're whining, we're almost there. Rose, where are you? If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Das Spiel kommt schon nächsten Monat raus. Wow. Oh no! They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters! Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are.
that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we're all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan scheint jetzt echt eine richtige Rolle zu spielen. Ethan Winters. Welcome. Okay. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Okay. Ich weiß es nicht. Also ich fand den ersten Trailer um Welten besser. Das hier, also dieses ganze Werwolf- und Vampir-Setting. Mir ist schon klar, dass es wieder darauf hinauslaufen wird, dass irgendeine Art von Virus für diese Mutation eben sorgt. Das sind keine echten Vampire und auch keine echten Werwölfe. Aber es fühlt sich doch irgendwie befremdlich an, wenn man dann diese Kreaturen da sieht. So, ich fand, das sah jetzt zum Teil nicht wirklich originell aus. Aber ich mag auch nicht dieses Ganze. Man hat ja sehr viel auch gesehen, jetzt irgendwie aus dem Untergrund in irgendwelchen Katakomben oder sowas. Und Katakomben sehen einfach in jedem Game gleich aus. In jedem Spiel wirklich. Ich hoffe einfach mal, dass die Story wirklich gut ist. Ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was passiert. Der Trailer fühlt sich tatsächlich so an, als würde man jetzt auf ein großes Finale hinarbeiten. Der hat sich wie so ein Infinity War angefühlt, der nur ein Endgame anteasert. Das heißt, mit der Trilogie, das dann vielleicht mit dem 9. Teil die Hauptgeschichte sogar endet, könnte ich mir sogar vorstellen. Ich weiß es halt nicht. Ich hab so das Problem damit, das ist so auch dieses Star Wars Phänomen irgendwie. Episode 1 bis 6 plus alle Zwischenteile fühlen sich an wie eine komplette Geschichte, die in einem Strang erzählt wird. Und dann gibt's einen Cut und dann kommt Episode 7, 8 und 9. Und so fühlen sich die neuen Resident Evil Teile leider auch an, finde ich. Wir haben eine richtige Geschichte durch die Bank weg erzählt bekommen. Jetzt mehr oder weniger mit Logiklöchern. Aber dann hat es einen Cut gegeben und dann kam Resident Evil 7 raus und 8 und 9. Und das fühlt sich genauso an wie auch bei Star Wars. Die fühlen sich so ein bisschen so weggeschoben an von der Hauptgeschichte. Was jetzt hier ganz cool war, dass wir hier tatsächlich am Anfang das Umbrella-Symbol gesehen haben. Hier. Das hier. Das heißt, Umbrella ist immer noch irgendwie mit dabei. Das finde ich ganz gut. Ich weiß es halt wirklich nicht. Was haben wir denn hier noch alles gehabt? Ich fand es auch interessant, dass gesagt wurde, dass Miranda, hieß sie, glaube ich, das Dorf wohl mal beschützt hat. Das wurde doch kurz angerissen. Und ja, es sieht halt schon gut aus, ne? Also so grafisch und alles wird es schon Bombe sein. Ich habe mir auch sagen lassen, dass die Demo tatsächlich unfassbar gut ausgesehen hat. Das jetzt hier aber ist zum Beispiel ein Beispiel, was mich so ein bisschen rausgebracht hat. Das sieht total generisch aus irgendwie. Auch die Gegner. Es sind einfach fucking Werwölfe, ne? Optisch gesehen. Auch wenn es eine Mutation ist, wie gesagt, aber es ist nicht das, was ich mit einem Resident Evil jetzt wirklich verbinde. Und da gibt es ja auch krasse Mutationen zum Teil. Aber ich glaube, die Mutationen waren nie
so deutlich an eine Mythologie angelehnt. Aber abwarten. Ich war also... Ja, Teil 7 fand ich auch wesentlich besser, als ich es gedacht hatte, weil Teil 7 tatsächlich auch so ein paar Twists eben drin hatte und dann doch mehr auf die alten Teile noch zu sprechen kam, als gedacht, zumindest eben auch. Ich will jetzt da auch nichts spoilern. Ist auch ein anderes Thema, der 7. Teil. Hier, ihn zum Beispiel finde ich vom Design her sehr geil. Ich habe leider die Befürchtung, dass er einfach nur zu einem neuen Papa Baker mutieren wird, der dich einfach verfolgt die ganze Zeit, wie Mr. X und Co. Und ich habe gehofft, dass er irgendeine andere Rolle spielen wird. Irgend so eine mysteriösere Rolle. Scheinbar aber nicht. Ja. Sieht man jetzt hier eben auch noch, dass hier dann sogar die Vampir-Ladies wohl mit anwesend sind und hier diese ganzen Kreaturen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schon Ethan sind, denn es wurde kurz irgendwas von Rosie gesagt. Ich meine aber, dass Rosie tatsächlich die Tochter von Ethan und Mia sein sollte. Deswegen, also, ja, dann wären wir ja doch wieder Ethan jetzt hier. Ich muss mir das alles nochmal in Ruhe angucken, wenn ich ein bisschen wacher bin. Und mal so Bild für Bild analysieren, ob man da vielleicht was rauserkennt. Hier auch, das sieht einfach aus wie Orks aus Herr der Ringe. Und ich bin da wirklich nicht pingelig, ne? Aber es ist, ich weiß halt nicht, ob ich... Dann haben wir eben noch relativ viele Knarren hier wohl. Das ist ja wohl wesentlich actiongeladener jetzt zu spielen. Ich frage mich einfach, in welche Richtung sie jetzt wieder gehen wollen mit Resident Evil. Dass das Spiel auf jeden Fall Spaß machen wird, bin ich fest von überzeugt. Wenn es sich so anfühlt wie der 4. Teil, dann wäre es natürlich echt super. Aber ich bin da jetzt gerade... Ich bin nicht enthyped. Der Hype ist immer noch da. Ich bin halt nur so ein bisschen... Ja, es sieht halt nicht nach etwas aus, was man noch nie gesehen hat. Hier dann da die Vampir-Ladies, die sind schon ganz cool. Gerade sie ist ja zu einem Riesen-Meme geworden. Ja, Riesen-Meme, weil es eben auch, naja, einfach riesengroß ist. Und einfach mal gespannt, was es mit denen auf sich hat, was Umbrella damit zu tun hat, was diese Mutter Miranda, wer das ist, ob vielleicht noch Figuren auftauchen, die man... aus den alten Teilen kennt, auch hier das hier. Ob das heißt, dass wir jetzt auch zu einer Art Vampir werden, eventuell. Vielleicht können wir sogar Entscheidungen treffen, ob wir mehr Richtung Vampir oder Richtung Werwolf gehen wollen. Das wäre auch mal ganz cool. They take everything, genau. Hier erfahren wir jetzt eben, dass dieses gesamte Dorf wohl fallen gelassen wurde, anscheinend auch von Miranda, die das Dorf mal beschützt hatte. Vor was? Vielleicht vor den Werwölfen, da es dann wirklich zwei verschiedene Lager gibt. Werwölfe und die Vampire. Und das Dorf wurde eben komplett fallen gelassen. Und es gibt noch Dorfbewohner. Wo meine Hoffnung ja ist, dass man mit denen hier zusammen vielleicht wie so eine kleine Allianz bildet. Und dann gemeinsam mit denen gegen die Feinde einfach kämpft. Wie in so einem Aufstand. Das wäre auch mal eine ganz coole Sache. Gefällt mir auf jeden Fall, dass man hier noch ein paar Dorfbewohner eben mit dabei hat. Und dass die anscheinend einfach zwischen die Fronten geraten sind von einem Kampf zwischen den verschiedenen Lagern, Vampire und Werwölfe. Ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, aber passt halt nicht zu Resident Evil. Und ich bin echt gespannt, wie sie das in die Geschichte einweben. Und da muss man aber wirklich sagen, bis auf den 6. Teil haben sie es ja immer irgendwie geschafft, sogar in Teil 5 die Geschichte sinnvoll einzubinden in die Haupthandlung. Deswegen habe ich da auch noch meine Hoffnung, dass das hier genauso ist. Es sieht schon cool aus, ne? Aber dieses ganze dunkle, düstere sieht immer gleich aus. Und das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel den 5. Teil von Resident Evil so extrem mag. Weil der durch dieses ganze helle, farbenfrohe, auch diese Lichteinbrüche, hat er so eine ganz eigene Optik einfach. Und das sieht jetzt hier irgendwie alles gleich aus. Alles düster, alles
Ich hoffe einfach, dass es auch mehr an der Oberfläche stattfinden wird hier, das Ganze. Und nicht einfach dauernd nur unter der Erde. Okay. Na ja gut, es gibt eben wieder auch einige Rätsel, die wohl auch nicht so kompliziert sein sollen. Hier übrigens ganz kurz, den hat man ja schon mal gesehen. Jetzt sieht man ihn natürlich hier nicht in dem Trailer. Er hat dieselbe Waffe wie auch der Typ mit dem Hut und der Brille. Meine Theorie ist ja, dass der nette Herr mit der Brille und dem Hut der Anführer der Vampire, der Werwölfe ist. Dass dann quasi die Vampirladies die Hauptfiguren der Vampire sind und er ist eben die Hauptfigur der Werwölfe. Warum jetzt beide zusammen aufgetaucht sind in dem einen Shot, als Ethan festgenommen wird, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, das wird schon so sein, dass hier ein Krieg ist zwischen den beiden Lagern. Aus irgendwelchen Gründen. Das ist dann vielleicht so gewesen, dass es früher zwei verschiedene Dorfbewohner-Clans gegeben hat, die dann von diesen Viren infiziert wurden. Oder vielleicht die sogar selber zusammengebraut haben und dann irgendwelche Kräfte erlangt haben und dann kamen dann eben daraus diese Werwölfe und diese Vampirdamen. Auch das hier. Es sieht natürlich cool aus, wie da hinten dann diese Menschen hängen, die wie so einer Fabrik einfach dann abtransportiert werden. Wahrscheinlich eben auch für die Vampire oder eben für die Werwölfe. Aber sowas sieht immer gleich aus. Da haben wir dann eben wieder die Rätsel. Das ist okay. Irgendwelche speziellen Monster, das finde ich auch sehr gut, dass wir wieder andere Mutationen haben. Auch hier, das sieht natürlich saugeil aus, ne? Diese Kreaturen. Ich bin eben echt mal gespannt. Ich habe gehört, dass auch noch eine Demo rauskommen sollte. Also es kam jetzt ja schon eine Demo raus, nur für die PS5. Und es sollte wohl noch eine Demo rauskommen, auch für alle anderen, in der man auch ein bisschen spielen kann und schießen kann. Aber da kam jetzt, soweit ich weiß, noch nichts raus. Ich müsste das davon ein bisschen abhängig machen. Gut, dass Chris jetzt wieder aussieht wie im sechsten Teil und nicht mehr wie im siebten Teil, das ist auch gang und gäbe, dass sie einfach mal den verändern, wie sie gerade Lust haben. Ja, gut, hier sind dann eben wieder die Damen, hier die Vampir-Ladies. Und das ist auch interessant, dass Ethan Winters hier sehr oft erwähnt wird. Ich glaube, der spielt hier doch vielleicht eine sehr wichtige Rolle. Wenn sie das wirklich gut machen, wird Ethan sogar für die Teile davor vielleicht noch sehr wichtig sein. Lass es von mir aus wirklich einfach den Sohn von irgendeiner bekannten Figur sein oder irgendwas oder keine Ahnung. Aber bringt den in die Geschichte mit ein, dass es Sinn macht, dass der auf einmal so wichtig ist für alle. Ja, er hier ist übrigens der neue Händler. Den kennen wir schon aus dem vierten Teil, den Händler. Der sah nur nicht so aus. Er soll wohl aber die gleiche Rolle spielen wie der Händler aus dem vierten Spiel. Und er hat einfach echt ein cooles Design und ich habe gehofft, dass er mehr die Händlerrolle einnehmen wird hier. Er, oh Mann. Weil er tatsächlich auch dem Merchant aus dem vierten Teil irgendwie was ähnlich hat. Das ist jetzt doof gesagt, weil der ja komplett maskiert war. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass das hier der Händler sein wird. Zumal wir auch nicht wussten, was mit dem im vierten Teil wirklich passiert ist. Das hier wird Miranda sein, schätze ich mal. Eine Hexe. Genau, Hexen tauchen ja wohl auch mit auf. Wir haben Hexen, Vampire und Werwölfe. Und natürlich alles auf irgendeinem Virus basierend. Ich mache den Trailer. Ich denke mal, ich mache das morgen oder die Tage, dass wir mal den Trailer hier wirklich Bild für Bild durchgehen. Einfach mal alles ein bisschen analysieren. An sich war es in Ordnung, aber ich will jetzt endlich mal was dazu auch selber spielen können, um jetzt wirklich mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was die da jetzt wirklich mit Resident Evil vorhaben. Was sich Village doch wohl sehr unterscheidet vom Rest. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und werde die Demo dann auf jeden Fall livestreamen auf Twitch, wenn sie draußen ist, wenn sie überhaupt noch kommt und wenn nicht, werde ich dann das fertige Game auf jeden Fall auch auf Twitch zocken. So viel eben dazu. Ja,
das war's auch schon mit dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich hier die Augen kaum noch aufhalten kann. ich wünsche euch auf jeden Fall was. Bis dann. Ciao.